Lukas Auer ist mit einem Auftaktsieg in die neue Saison der DTM gestartet. Beim zweiten Rennen am Sonntag wird ihm allerdings ein Missgeschick in der Boxengasse zum Verhängnis, um das Ergebnis zu bestätigen. Was bleibt, ist ein dritter Rang in der Gesamtwertung und darüber werden wir jetzt unter anderem mit ihm sprechen. Er ist uns via Skype zugeschaltet. Luki, danke für deine Zeit. Hallo, servus, bitte. Luki, die beiden Rennen waren auf der einen Seite von Glück und Pech geprägt. Beginnen wir vielleicht mal mit dem schöneren Teil, mit dem Auftaktsieg in Portimao. Nimm uns mit auf die Reise. Diese Restart-Phase hat Mirko Bortolottis, wie soll ich sagen, Verlust dann quasi eingeleitet und für dich gleichzeitig bedeutet, dass du diesen Auftakt auch gewonnen hast. Wie war es, die ersten Runden in Portugal zu drehen? Es hat eigentlich zwei entscheidende Phasen in den Rennen gegeben. Das war einmal, wie er vor drei gestartet. Das war einmal in der zweiten Runde, wo ich mich an die Mick Glené vorbeigequetscht habe können. Das war wichtig, weil ich eine bessere Base gehabt und habe mich auf dem Mirko dann Druck ausüben können. Und nach unserem Pflichtboxenstopp hat es eine Safety-Car-Phase gegeben. Und das war eigentlich der wichtigste Moment. Den habe ich für mich entscheiden können. Auf der anderen Seite hat es Probleme, glaube ich, bei Mirko gegeben. Und dann habe ich die Führung gehabt und wenn es dann mal vorn bist, kannst du das Ganze viel besser verwalten und habe dann gleich das erste Rennen gewinnen können. War das vielleicht für dich auch so ein bisschen eine Bestätigung vom Vorjahr, wo du ja einer der dominanten Fahrer warst, dass du diesen Schwung auch mittransportieren konntest in die nächste Saison? Ja, und ich glaube auch fürs Team, weil der Winter war lang, war harte Arbeit, weil mit dem Bus das Level wird auf das ganze Feld wird auf ganz anderem Niveau sein. Weil der Motorsport sich halt jeden Tag so brutal schnell entwickelt. Und dass wir jetzt da anfangen haben können, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, ist, glaube ich, jedem schon ein bisschen ein Gewicht für die Schultern gefallen. Jetzt haben wir einen Samstag geprägt von Glücksgefühlen und am Sonntag ist dann sehr viel Pech zusammengekommen. Du warst zwischenzeitlich auf dem vierten Rang unterwegs, Pflichtboxenstopp und dann ist etwas mit dem Schlagbohrer passiert. Der Reifen war nicht gescheit montiert. Ab wann hast du bemerkt, dass du nochmal an die Boxengasse oder in die Boxengasse musst? Es war ein Drama. Man muss zuerst mal sagen, nach so einem Sieg in der DTM kriegst du ein Erfolgsgewicht. Ein Sieger kriegst 25 Kilo dazu, was das nächste Rennen normal extrem hart macht. Ja, weil das Feld ist so eng zusammen, du verlierst ein paar Zehntel und normal bist dann irgendwo im Mittelfeld anzutreffen. Wir haben es aber trotzdem geschafft, dass wir vor vier starten und die Rennbase war nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich habe mich da irgendwo da den Platz mitnehmen können. Aber dann beim Pflichtboxenstopp, wo das rechte Hinterradl nicht richtig montiert. Wir sind jetzt gut auf der Fehlersuche, weil wir sind nicht sicher, ob es ein Personenfehler war oder ob irgendwas nicht hingehaut hat. Ja, auf jeden Fall, das Radl war lose und ich bin runtergefallen, losgefahren und direkt in der Boxengasse habe ich eigentlich gemerkt, uff, das Radl ist lose. Aber jetzt habe ich die ganze Runde fahren müssen, langsam nur mehr in die Box gekommen und dann ist Personenfeld, bis Game Over. Was geht da einem Rennfahrer durch den Kopf? Auf der einen Seite hast du natürlich das Rennen am Vortag gewonnen, bist somit vielleicht etwas lockerer unterwegs, aber gerade dann, wenn man das Ergebnis nochmal bestätigen kann, was schießt einem da durch den Kopf? Ja, ich bin durchgedreht, weil das Boxenstopp-Thema ist irrsinnig schwierig. Wir haben so hart trainiert, die Jungs haben sich sowas von vorbereitet und ist natürlich ärgerlich, aber für uns alle und am Ende des Tages gehört das dazu, ja. Jetzt müssen wir das auch analysieren und dann Lausitzring auf einen anderen Level zurückkommen. Wie kann man das Wochenende jetzt zusammenfassen aus Sicht von Lukas Auer? Einmal Erster, einmal 22. Einmal ist alles aufgegangen, einmal ist alles schiefgegangen. Was nimmt man da mit? Gut, dass das Speed irrsinnig gut war, dass die Crew und die ganze harte Arbeit sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Wir haben Verbesserungspotenzial, ja, unabhängig davon, ob wir am Samstag gewonnen haben. Da gibt es einiges zu tun für uns. Wir wissen auch, wo wir ansetzen müssen. Und auch das Boxenstopp-Thema, das werden wir analysieren. Wir werden schauen, an was gelegen ist und wie immer. Ja. Kopf wieder auf und weiterarbeiten. Ein Wörtchen vielleicht zu Mirko Bortolotti, der derzeit auch die Gesamtwertung anführt, nachdem er beide Male am Podium als Dritter gestanden ist. Es hat so den Anschein gemacht, als würde der Lamborghini sehr gut ziehen, als würde da sehr viel zusammenlaufen. Wenn diese Restart-Phase beim ersten Rennen nicht gewesen wäre, glaube ich auch, dass er besser als Dritter abgeschnitten hätte. Ist das Fahrzeug anderen gegenüber momentan etwas stärker veranlagt? Was macht Mirko Bortolotti momentan aus? Man muss zuerst mal Credits den Mirko Bortolotti geben, weil das ist einfach ein unheimlich guter Fahrer. Das Gasser-Team hat sich unheimlich gut für die neue Challenge DTM vorbereitet. Also da muss man schon Hut sehen, die haben wirklich abgeliefert. Und
Ist schwierig zu sagen, ob du vielleicht ein bisschen besser Setup gewusst oder was auch immer. Sie waren auf jeden Fall sau schnell und dann abgeliefert. Und das muss man respektieren und anerkennen. Und wie ich davor gesagt habe, wir haben noch einiges Verbesserungspotenzial und das müssen wir abliefern und dann sind wir voll auf dem Niveau, wo wir eh waren. Ja. Es ist leider um ein paar Hundertstel gegangen, aber der Mirko ist ein cooler Typ, sau schnell und ich kann ihn eigentlich wirklich gut leiten. Also der wird auf jeden Fall dieses Jahr um den Titel mitfahren. Ja. Ist ein absolutes GT3-Ass. Ein anderer Fahrer, der in deinem Team ist, hat im Vorjahr die Meisterschaft für sich entscheiden können mit Maximilian Götz. Wie ist da vielleicht auch die Zusammenarbeit mit ihm? Wie wichtig ist es auch, jemanden zu haben, der ein absoluter Gradmesser ist, um zu sehen, ob er wirklich an der Spitze dran ist? Du, ich glaube, eher für das Team ist das top, ja, weil die haben drei Fahrzeuge, die haben einmal einen Meister, einmal einen, der was letztes Jahr das letzte Drittel gut abgeschnitten hat und dann schaut kein Rookie. Also das Team hat eigentlich eine super Ausgangslage und mit Maxi und mit mir haben wir natürlich zwei vorne Leute, die was gut Setup machen können und deswegen ist die Zusammenarbeit und auch so eine gewisse Harmonie was Wichtiges und bis jetzt haben wir das und wie du gesagt hast, der Maxi ist auf jeden Fall ein Gradmesser und wenn man da vorne ist oder auf einem ähnlichen Niveau, dann weiß man auf jeden Fall, dass man abgeliefert hat. Auch David Schumacher performt aktuell, der Sohn von Ralf Schumacher. Vielleicht auch ein paar Wörtchen zu ihm. Wie weit ist er schon in seiner Motorsportlerkarriere, dort, wo er hingehört zu dem Zeitpunkt? Kann er mal ein Großer aus ihm werden? Du, ja, man darf nicht vergessen, der kommt aus der Formelszene. Ich kann da ein Lied davon singen, der Umstieg ist groß. Der dauert auch ein bisschen, der braucht auch ein bisschen Zeit. Aber sein Speed ist da, ja. Man hat auch schon gesehen, der hat teilweise Sektorenseiten und, die was top sind. Also ich bin mir sicher, die ersten Punkte sind immer zu weit weg für ihn und dann ist schwierig, was vorherzusagen, weil am Ende muss man dann schauen, wie die Lernkurve ist. Ja. Aber ich traue ihm da alles zu und ist auch so ein sympathischer Kerl und eigentlich ein cooler Teamkollektion haben. Bevor wir wieder auf dich zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne noch eine Personalie in den Raum werfen mit Sebastian Loeb, der jetzt in Portimao auch an den Start gegangen ist. Der mehrfache Rallye-Weltmeister hat das, glaube ich, genossen. Mit einem 16. und 18. Platz war das Ergebnis etwas überschaubar. Wie hast du ihn über das ganze Wochenende miterlebt? Eher ruhig gelassen oder hat er sich gefreut wie ein kleines Kind auf dieses Rennen? Nein, also rein so, wenn ich ihn so beobachtet habe, ruhig gelassen, ein cooler Typ. Und ich finde, er hat einen Top-Job gemacht, weil die Vorbereitung, soweit ich das mitkriege, war überschaubar. Und man darf nicht vergessen, der Rest von uns sitzt seit was der Himmel wie lang in so Vorzeigen und bereitet sich vor. Also ich bin mir sicher, da wird es auch interessant, wie steil das die Lernkurve sein wird. Und ich glaube, da kann man noch schon einiges erwarten. Ja. Und halt für die DTM, glaube ich, eine absolute Bereicherung, so jemanden dabei zu haben. Dein Onkel Gerhard Berger hat auch, wie soll ich sagen, seine Fühler immer wieder reingesteckt und das Produkt DTM so ein bisschen mit neuem Glanz verleiht. Wie viel Anteil hat er auch daran, dass die DTM in diesem Jahr so hochklassig besetzt ist? Ja, einen kompletten Anteil. Der Gerhard, was der für Motorsport im deutschsprachigen Raum oder im europäischen Raum macht, ist einzigartig und ist für mich, es gab auch keinen Besseren als WM in der Position. Also da muss man schon extrem dankbar sein. Und was er da dieses Jahr aufgestellt hat, ja, nach den letzten paar Jahren, ist eigentlich unglaublich. Also da muss man auch einen Hut ziehen und bin ich auf jeden Fall stolz auf ihn. In einem kürzlich erschienenen Interview hat Gerhard Berger auch gesagt, dass es vielleicht das Ziel sei, die DTM-Rennwochenenden etwas auszubauen. Aktuell steht man bei 8 Rennwochenenden. Das Maximum beläuft sich auf 12 Rennwochenenden. Wie hört sich das in den Ohren von Lukas Auer an? Entgegenkommend oder Ablehnung, weil zu viel des Guten? Na, auf jeden Fall entgegenkommend. Die DTM, die ist so ein lässiger Name, zieht so viel Leid und hat so viel Aufmerksamkeit. Umso mehr, umso besser als Rennfahrer. Möchtest sowieso immer im Auto sitzen. Und Gerhard Berger hat sich mit Sicherheit mit dir mitgefreut, dass du den Auftrag gewonnen hast, hat aber vor dieser Saison auch betont, 15, wenn nicht sogar 20 Fahrer können seiner Meinung nach ein Rennen gewinnen. Ist das etwas übertrieben oder tatsächlich der Realität entsprechend? Na, der Realität entsprechend, weil jede Strecke wird einem anderen Hersteller, einem anderen Auto entgegenkommen wie einem anderen Fahrer. Also ich glaube schon, am Ende wird der Gewinner, der was überall irgendwo, also auf allen Strecken, seine Leistung abrufen kann und sein Setup finden kann. Und aber ich denke, es gibt 15 Fahrer, die was
Rennsieger sein können und potenzielle Meisterschaftskandidaten. Handeln wir uns weiter im Rennkalender. Jetzt hast du 2 bis 3 Wochen noch Zeit bis zum Lausitzring. Wie wird diese Zeit verbracht? Man wird analysieren, es gibt Testfahrten. Gibt es aber auch was für Seele baumeln lassen oder ist man da in der Meisterschaft immer fix integriert, hat jeden Tag Aufgabenbereiche zu erledigen? Ich muss erst einmal sagen, ich habe heute eigentlich die erste Nacht wieder gescheit geschlafen. Also da merkt man merkt eigentlich, wie viel Druck das da dahinter ist. War jetzt auf jeden Fall gut, das erste Rennwochenende so hinter sich zu haben, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Also das Erste, was passieren wird, die Woche, dass ich zum Berg fahre, wo das Team sitzt und die ganzen Ingenieure, die was ja überall in Europa sind, die werden alle dort sein. Und wir werden das ganze Wochenende eigentlich aufarbeiten und uns einen ganz genauen Plan machen, wie wir die nächsten Tage verbringen und was die Zielsetzung für Lausitzring sein wird. Dann haben wir die Woche drauf direkt am Lausitzring einen Test, was natürlich die beste Vorbereitung ist. Und in 2 Wochen geht es am Lausitzring weiter und dann kann man schauen, ob wir unsere Ziele umsetzen. Ja, wenn man jetzt die Statistik ansieht, dann wissen wir, du hast deinen 8. Sieg in der DTM eingefahren in Portimao und 2-mal davon am Lausitzring gewinnen können. Das Ganze liegt aber jetzt schon ein paar Jährchen zurück. Ab 16 und 17 hast du jeweils ein Rennen dort gewinnen können. Das heißt, eine gewisse Liebe zur Strecke besteht schon. Das heißt, wieder voll aufs Podium fahren oder was ist so die Zielsetzung? Ich habe da meinen ersten DTM-Sieg eingefahren. Also da gibt es tatsächlich eine spezielle Verbindung. GT3 müssen wir aber noch schauen, ob wir da so abliefern können. Aber Zielsetzung ist, das Beste aus dem Paket auszuholen. Was das dann auch immer heißt, ist ein bisschen schwarz zum Vorhersagen. Aber als Maximum rausholen und dann kannst du mal stolz auf die Seite. Und wenn das ein Podium ist, ist es natürlich super. Aber es geht immer ein bisschen schwer. Ich habe gelernt in der Vergangenheit, dass man sich eigentlich nur die Zunge verbrennen kann, der DTM nicht. In der Prognosen. Was kann man sich trotzdem streckentechnisch erwarten an Unterschieden? Was kommt dir vielleicht am Lausitzring eher entgegen? Beziehungsweise was ist vielleicht auch ein kleinerer Nachteil im Gegensatz zu Portimao? Ja, man muss schauen, die Strecke ist natürlich schon komplett anders. Das Interessante wird tatsächlich, der Asphalt, der ist in Portimao sehr rau. Und die Strecktemperatur ist irrsinnig in die Höhe geschossen aufgrund vom Wetter. Muss man schauen, was wir in Lausitzring haben. Aber der Asphalt, der wird der größte Unterschied sein. Wie man darauf das Reifenwarm-up abstimmt, ein Luftdruck, ein Setup. Also am Ende geht es bei uns so, halt so brutal um die Reifen. Wie kriegen wir es ins Fenster? Wann kriegen wir es ins Fenster? Und wie lange können wir es da drin halten? Und das wird die größte Challenge am Lausitzring sein. Jetzt würde ich ganz gerne noch eine Personalie ins Spiel bringen, der du vielleicht ein bisschen nachtraust. Alex Zöchling, Technikverantwortlicher, dass du vor der Saison von einem herben Verlust gesprochen. Hat sich das Ganze so ein bisschen kompensieren lassen oder fehlt er wirklich so sehr? Nein, ist immer nur ein herber Verlust. Nicht leid, dass wir uns persönlich so gut verstehen, ich und der Alex. Und dass er mich eigentlich auch ursprünglich da in das Team wieder geholt hat. Aber der ist einfach, der hat so viel Motorsport-Erfahrung und ist ein mega Mann, also herber Verlust ist es. Aber ich muss schon Shootouts geben oder Credits geben zu meinem Ingenieur, der was erst, zu Maurizio, der was erst 29 ist. Also was, ich glaube, das ist eh einer der jüngsten Rennsieger oder Ingenieur-Rennsieger in der DTM. Mit so einem jungen Alter, was der macht, ist unglaublich. Denn seine Aufgabe ist ja so schwierig, der muss die Augen überall haben. Also der hat auf jeden Fall gelernt und ist absolut bereit. Und deswegen denke ich, bin ich gut aufgestellt. Sehr gut. Dann würde ich ganz gerne noch auf eine andere Rennserie zu sprechen kommen, bei der du ja, glaube ich, an den Start gehst, bei der GT World Challenge Europe beim Endurance Cup. Das sind, glaube ich, 5 Rennen insgesamt, die sich allesamt mit der DTM nicht zwingend überschneiden. Inwiefern ist da schon der Fokus vielleicht auf die Rennserie gelegt oder beschäftigt man sich erst damit, wenn man wirklich vor Ort ist? Da muss ich schon fairerweise sagen, bei uns ist der Fokus so brutal auf der DTM, auch die Priorität ist halt einfach DTM. Ja. Trotzdem haben wir viel aus dem Imola-Wochenende gelernt, wir haben eine Pole Position gehabt, sind dann aber in den Rennen eigentlich aufgrund von technischen Defekt ausgefallen. Also ich glaube, da haben wir einen Speed, da müssen wir eher schauen, dass wir nicht so fehleranfällig sind und dass wir die Rennen nach Hause fahren, weil ich glaube, die Meisterschaft ist gewinnbar. Ja. Aber natürlich Priorität hat bei uns die DTM, da geht auch die meiste Arbeit rein. Aber trotzdem, wir werden die GT World Challenge nicht vernachlässigen. Aber ich glaube, der Speed ist da und da müssen wir eher schauen, dass wir halt einfach weniger Fehler machen. Und dann bin ich mir sicher,
wäre das erste Podium auch nicht zu weit weg sein. Worin besteht der Reiz bei dieser Rennserie beim Endurance Cup? Was macht das für dich persönlich aus? Der Sprint Cup wäre quasi auch noch eine Möglichkeit, wo man dann quasi nur eine Stunde fährt. Ich glaube, beim Endurance Cup um die 3 bis 3,5 Stunden. Das Wichtigste war für mich in erster Linie, das habe ich aus dem letzten Jahr gelernt, du musst mit den 9 DTM-Reglement, mit den GT3-Autos, die was ja weltweit von verschiedensten Teams und Rennserien eingesetzt werden, musst du eigentlich ununterbrochen da drinnen fahren, um besser zu werden. Und letztes Jahr war mein Programm sehr auf die DTM beschränkt, was zwar gut war, weil das mein Hauptfokus war, aber alle anderen Fahrer sind 20 plus Rennen gefahren. Ja. Und eigentlich, das ist der Reiz davon, mehr Rennen fahren, mehr Kilometer sammeln. Und die GT World Challenge ist eine erstklassige Serie. Also die speziell der Endurance Cup, da ist das Prestige-Rennen, 24-Stunden-Spa dabei und es ist halt einfach eine geile Rennserie. Plus es gibt mehr Kilometer, was mich generell als Fahrer und speziell mit dem Auto einfach besser macht. Also Pistenkilometer sammeln, um auch im Wettkampfmodus zu bleiben. Aber ich glaube, ein bisschen entspannen, vielleicht den Kopf ein bisschen freikriegen, ist auch wichtig, vor allem in Phasen, wo der Rennsport vielleicht nicht gerade aktiv ist. Ich habe ein bisschen im sozialen Netzwerken gestöbert und gesehen, du bist ein begeisterter Skitourer oder Skitourengeher, wie man das, glaube ich, förmlich ausdrückt. Wie wichtig ist dieser Ausgleich auch oder was geben dir die Tiroler Berge, Eklar, deine Heimat? Ja, alles, das ist für mich... Für meinen Kopf ist so wichtig generell der Sport. Ja. Jeder Rennfahrer muss machen. Kannst du einfach in die Autos nicht über Renndistanz bestehen. Aber auch unabhängig, wenn jetzt kein Sportler mehr war, ich brauche den Ausgleich. Und Skitouren gehe, wo du dann so einen Eindruck von unserer schönen Natur kriegst, ist einzigartig. Und im Sommer jetzt zwar vorbei mit Skitouren gehe, aber dann ist halt Berge angesagt. Und die Show, das, ich liebe es. Ja. Und das dann auch noch kombinieren mit ein paar Kollegen, es gibt nichts Schöneres. Absolut trendig und Lukas Auer ist einer von den begeisterten Skitourengehern. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, um vielleicht auch ein bisschen über die Formel 1 zu sprechen, die jetzt vor einem niegelnagelneuen Grand Prix in Miami steht. Was hast du bereits aufsagen können? Wie sehr freust du dich auf das Spektakel in Amerika? Ja, ist natürlich in Miami ein Rennen haben, ist einzigartig und ist sehr cool. Und es ist eine coole Formel-1-Saison, ja, zwischen Leclerc und Verstappen. Wird spannend. Ja. Ich glaube, jetzt wird Red Bull richtig kommen, weil wenn das aktuell, so wie ich es mitgekriegt als Außenstehender, schlagen bei denen alle Updates voll ein. Ja. Und, also ich glaube, Ferrari kann sich langsam auch warm anziehen bei Red Bull und der Max sind auf jeden Fall am kommen. Jetzt wissen wir, George Russell und Lewis Hamilton hecheln den eigenen Leistungen ein bisschen hinterher. Der Jüngere zeigt aber gerade dem Mehrfach-Weltmeister, wo der Hammer hängt. Siehst du schwarz für Mercedes in dieser Saison oder glaubst du, gibt es dann um den Sommer herum einen Turnaround? Ich glaube, da wird es einen Turnaround geben. Mercedes ist viel zu gut, dass die das nicht hinkriegen. Man sieht gerade die Punkte, was die mitnehmen. Für das, dass eigentlich nicht konkurrenzfähig sind, zeig einmal, wie stark dass die Vorerfahrung ist. Und ich glaube mal auch bei George und bei Lewis, ich glaube, dass die auf unterschiedliche Setups geben und schauen, wie man die Probleme des Pop-Racing beheben kann. Und deswegen ist einmal der und mal der schneller. Also ich würde das nicht alles so tragisch nehmen und ich glaube, die werden auch kommen. Die Frage ist wann. Also Lucky Auer glaubt an die Renaissance im Mercedes-Team. Auf jeden Fall besten Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch, den Einblick in das aktuelle Geschehen der DTM und schon mal alles Gute für die Vorbereitung am Lausitzring. Danke, servus. Also, das war ein interessanter Einblick in das Leben von Lukas Auer, der beim Auftakt der DTM mit einem Sieg gestartet ist, beim zweiten Rennen etwas Pech hatte, aber insgesamt Dritter in der Gesamtwertung ist. Am 20. Mai geht es dann weiter am Lausitzring. Es gibt insgesamt aber 7 Rennwochenende, das heißt zahlreiche Punkte, um dann auch beim deutschen Tourenwagen Masters um den Titel mitzufahren. Mehr Motorsport gibt es dann wieder am Montag für Sie ab 18.55 Uhr in Boxenstopp, Ihrem Motorsportmagazin. Ansonsten machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald. Boom. Boom, 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 boom.